Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die neunte Novelle zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das klingt sehr nach Rechtstechnik, aber es ist es nicht. Es geht hier um unser Herzstück der sozialen Marktwirtschaft. Es geht um eine faire Wettbewerbsordnung. Und dafür haben wir die Änderungsvorschläge eingebracht, über die das Hohe Haus heute entscheidet. Weil eine faire Wettbewerbsordnung für unsere soziale Marktwirtschaft so wichtig ist, würde ich gerne als allererstes mal Danke sagen an das Bundeskartellamt. Das Bundeskartellamt hat ja die Aufgabe, diese Gesetze zu vollziehen, immer zu gucken, selber aufmerksam zu sein, wo müssen sie Verfahren einleiten und wo nicht. Das machen sie gut, wie ich finde, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Was ändern wir? Also ich könnte etwas mehr Begeisterung, finde ich, da sein. Was ändern wir nun mit diesem Gesetz? Das eine ist, dass wir den kartellrechtlichen Ordnungsrahmen für die digitale Welt verbessern. Der Markt im Sinne des Wettbewerbsrechts wird künftig auch dann vorliegen, wenn zwischen den unmittelbar Beteiligten kein Geld fließt. Damit reagieren wir darauf, dass viele Unternehmen ihre Dienste heutzutage im Netz unentgeltlich anbieten. Das finden Verbraucherinnen und Verbraucher in der Regel gut. Sie merken allerdings nicht, dass sie statt mit Geld mit Daten bezahlen im Netz und auf diese Art und Weise die Unternehmen natürlich schon sich eine Marktmacht erarbeiten. Deswegen schaffen wir da eine Änderung. Der zweite Punkt ist, dass durch dieses kostenlose Angebot der Wert des Unternehmens nicht so sehr in einem Buchwert besteht, also nicht in einer ordentlichen Bilanz, in guten Einnahmen, sondern der Wert des Unternehmens besteht darin, dass sie über viele Daten verfügen, viele Menschen gebunden haben. Und dieser Wert kann sehr hoch sein, wenn Sie daran denken, dass Facebook beispielsweise für WhatsApp 19 Milliarden US-Dollar gezahlt hat. Wir wollen deshalb, dass das Bundeskartellamt künftig auch diese Art von Übernahmen prüfen kann. Wir haben eine Preisgrenze festgeschrieben von 400 Millionen Euro. Das war in der Debatte nicht ganz einfach. Ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass die Start-up-Szene da Bedenken hatte, dass ihnen der eine oder andere Exit dadurch verwehrt werden könnte. Aber ich denke, mit 400 Millionen haben wir eine solch hohe Kaufpreisschwelle gewählt, dass das negative Auswirkungen auf die deutsche Start-up-Szene dadurch ausgeschlossen sein müssten. Der dritte Punkt ist, meine Damen und Herren, dass wir mit der Novelle sicherstellen, dass sich Unternehmen, die eines Kartellrechtsverstoßes überführt wurden, nicht mehr vor den Bußgeldzahlungen drücken können, indem sie ihr Unternehmen anders rechtlich organisieren, indem sie umstrukturieren, Teile verkaufen, anders zusammenfügen. Das soll künftig nicht mehr so sein, und ich glaube, das ist ein guter Beitrag für mehr Gerechtigkeit im Wirtschaftsleben. Der vierte Punkt ist, da helfen wir den Presseverlagen, das entspricht auch unserem Koalitionsvertrag. Wir erlauben Presseverlagen künftig gemeinsam den Vertrieb ihrer Anzeigen zu organisieren, mehr Zusammenarbeit, also jenseits der redaktionellen Ebene. Das war uns wichtig, aber wirtschaftlich müssen sie sich natürlich besser aufstellen können. Und der fünfte Punkt ist, dass wir auch behutsame Korrekturen vornehmen an dem Verfahren der Ministererlaubnis. Es soll auch in der Zukunft in der Praxis handhabbar bleiben. Gerade der erfolgreiche Abschluss des Verfahrens Edeka Kaisers-Tengelmann hat ja gezeigt, die Ministererlaubnis ist im begründeten Einzelfall ein sinnvolles Korrektiv zur rein wettbewerblichen Betrachtung des Bundeskartellamtes. Also, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich denke, dass wir mit dieser neunten GWB-Novelle einen Schritt zur Verbesserung der Ordnungspolitik in den Zeiten der Digitalisierung unternommen haben. Das wird nicht der letzte sein. Bestimmt wird sich das Haus auch in der nächsten Legislaturperiode damit befassen müssen, was für Änderungen angesichts der Digitalisierung notwendig sind. Wir werden von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums in Kürze ein Weißbuch vorlegen zu der Frage der Regelung von Internetplattformen. Da wird sich sicherlich Diskussionsstoff daraus ergeben, was an Regulierungen auch im Wettbewerbsrecht daraus folgen könnte. Ich
freue mich auf die Diskussion. Ich glaube, dass sie notwendig ist. Und danke aber zunächst jetzt erstmal dafür, dass diese 9. GWB-Nobelle auf diese Art und Weise jetzt zur Verabschiedung kommen kann.